will ich damit zu tun haben? Oh je, Ruf, glaubst du? Ich kann mal jetzt irgendwie... Verflucht daran, lernen. Ich kann mal hier an den Ohr drehen. Das ist eine Option. Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen. Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Vielleicht können wir, während der Gondoliero da ist, was im Rohr unternehmen. Komm schon, Bambi, können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen... Ich wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, so lemmi. Ja, das kommt schon richtig schnell raus. Oh, nicht schon, wie soll man sich... Also, ich... Raus! So. Ich kann nicht agieren, während die Loot... Rohröffnung. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mich, lass es wohl lieb... Und behalte das... Mal offen. Behältst du sie mit dem Kopf? Ach, vielleicht müssen wir hier erstmal versuchen, es mal so. Immer wieder versuchen, probieren, wie die studieren. So, versuch's nochmal, Boso. Oh je, Rufus, glaubst du etwa in. Du willst doch nicht umkommen. Lagunen-Dinge sind 25. Ja, Luke, dann lernen. Du schon. Vielleicht. Du hast nicht. Ich bin. Moment. Wir können ja wirklich nichts machen, während das passiert. Können wir das nicht nur? Nur überspringen. Ich wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen. Was zum. Na super. Jetzt aber gebracht hat es mich. Lass es wohl lieb. Und behalte das. Hallo. Test, Test. Achtung, Achtung. Eine wichtige Aussage. Der Futterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Futter brennt. Und seine Frau hat Krebs. Ja. Hat hier jemand einen Plan? Versuchen wir es so nochmal. Das sind die drei Möglichkeiten, die wir machen können. Wer hätte gedacht, der Mann? Oh je, Rufus, glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Wir brauchen ihn dafür, um Krawalko zu überzeugen. Du willst doch nicht so, versuch's doch mal. Das richtige Lied hat der Gondolier auf jeden Fall schon. Verfluchte Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du... Komm schon! Ich bin... Moment. Ich schon wieder. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Poki, Gondoliero oder als Tricksache.
Ich wollte 010 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht, was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio, la 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 la. Jetzt kommt das hier wieder raus. Mitten in der Stadt. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gehirn... Also, ich finde es... Raus! Was waren die drei Optionen? Tja. Tja, also... entlang. Die Schrottlawinen-Tarantella. Tja. Dondosierung. Wie können wir dich loswerden? Was können wir nämlich noch tun? Huhu. Patrico? Sorry wegen des Airbags. Ist no problemo. Ich bin Santiago Club Gondolmobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Il Doc hat immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisce? Capito. Caputo. Er verarscht mich nicht, okay? Was ist das für eine Kiste? Ist das schon der neue Airbag? Si, si, fortunamente. Il Doco hat immer eine Adapter auf die Lager. Musst du eigentlich immer mit diesem bescheuerten Akzent reden? Ja, ich bekomme sonst Beef mit der Gondelvereinigung. Ach so. Arrivederci. Was sind die? Ach, nichts. Vielleicht. Ich habe da eine andere Idee. Ist das noch nicht das richtige Lied? Er hat jetzt hier kein Lied. Vielleicht können wir ihn dazu bringen. Das Paarungslied der Schrottkram. Ah, natürlich. Das Paarungslied. So, machen wir jetzt mal hier Zucker in den Generator streuen. Das könnte funktionieren. Da tappe ich die ganze Zeit im Dunkeln hier und das Paarungslied der Schrottkram. Der Schrottlawinen-Tarantella. Das ist und ja. Jetzt leise. Das war das falsche Lied. Die ganze Zeit das falsche Lied. So. Generator Lüfter. Na dann, Stoßstange. Vielleicht können wir es jetzt und das so richtig verbinden. Ancora? Ja. So, na dann, tauschen wir gleich mal aus. Notenständer. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Großartig. Und jetzt... Apotheker. Rot mit Gelb. Das war, glaube ich, das Richtige. So, zum Marktplatz. Zur Karte. Versuchen wir es hier nochmal. Wer hätte gedacht, ein der macht. Viel Spaß dir. Oh je, Rufus, glaubst du etwa? Du willst doch nicht umgehen. Komm schon. Vielleicht endet es das mal. Verflucht daran, lernt er seine. Du Schuss! Ich bin. Moment. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Du verdammte Unterjährung. Hörst du die
Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schraubgraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schraubgraben im Tempograph. Dahin ist mein Schlaf. Oh, sehr gut. Schrottgraben. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Schrottgraben. Raus, sofort! Na komm. Jetzt schnell. Schrottgraben verschwinden gleich wieder. Ventil. Ich hab sie. Gefangene Schrottkrabben. Ihnen scheint dieses Gejaul, was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohr. Gut, wenn wir jetzt... Na, ihr kleinen Wusels, genießt ihr euer neues Zuhause? Ach, lass das! Wenn wir jetzt das Ventil... Wenn wir jetzt zum Marktplatz gehen... Und da... Vielleicht so hier. Ich will es jetzt nicht falsch machen. Das müsste eigentlich stimmen. Das müsste die Möglichkeit sein. So, klein Venedig. Du versuchst noch ein letztes Mal, Boso. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Nein, aber... Versuch mal's doch mal. Du willst Wie gesagt, alle guten Dinge sind 25. Irgendwann komm ich auch drauf. Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! So, jetzt ist der Schrottkram doch hier. Da hätten wir es wieder aufdrehen müssen. Damit die Schrottkram da nicht mehr gefangen sind. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss... Das Lied ist auf jeden Fall jetzt richtig. Die Schrottkram wurden schon angelockt. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schraubgraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schraubgraben im Tempograph. Dahin ist mein Schlaf. Katappe, 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 bla, bla, bla. Oh, nicht schon, wie soll man sich bei dem Gejagt... Das hat nicht ganz funktioniert. Vielleicht können wir jetzt... Lauft! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Okay. Jetzt sind die auf dem Marktplatz. So ein Mist. Tja... Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebiets. Aha. Und das gelbe in diese dunkle Gasse da. Vielleicht gehen die jetzt wieder zurück, wenn sie... Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Kann ich mir vorstellen. Jetzt haben die keinen Ausweg und müssen zurück. Wir sind auf dem frei auf dem Marktplatz rum. Wer hätte gedacht, der Markt... Na komm, Bose, probier es noch ein letztes Mal. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du willst doch nicht... Verfluchte Hauptmann, du schon! Komm schon! Ach, das ist doch lästig hier. Ich bin Moment. Wie lange beschäftigen wir uns jetzt hier mit? Können wir doch einige Parts mitfüllen. Komm, können wir, ich muss. Na komm.
Gondoliero. Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgrab. Das muss doch jetzt. Na komm, zurück mit euch. Ach, verdammt. Oh, nicht schon, wie soll man sich... Also? Raus, sofort! Was denn? Ha! Ich hab sie. Okay, das wäre eine Möglichkeit, auch eine Idee. Hier müssen sie hin. Airbag-Kiste. Der soll keine Airbag-Kiste mehr haben. Ich habe eine Airbag-Kiste. Und wir jetzt hier Rohrweicher. Die grüne war's, oder? Das rote Rohr führt in Richtung Klein-Venedig. Das grüne ins Herz des Industriegebiets. Und das gibt. Sehr gut, na dann. Vielleicht jetzt müssen wir es noch zwei, dreimal versuchen. Vielleicht klappt es ja jetzt mal. Oh je, glaubst du? Na, willst du nicht kommen? Irgendwann. Mann, Leser! Los! Jetzt haben wir es umgeleitet zum Doc. Dann nimmt er sich die Kiste mit aufs Boot und dann... Ich bin Moment. Das klingt nach einer Idee. Wenn wir ihm dann sein Airbag beschädigen, hat er eine Kiste von uns. Komm schon, können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen... Ja, verstehe. Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Kantappe, 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 bla, bla, bla. Oh, nicht schon wieder. Verdammt, sie sind eingesperrt. Ich bin doch ein Trottel, sondern gleich ein Rohrventil öffnen. Aber nicht fern. Oh. Na, das geht doch. Jetzt sind die alle in der Box. Schaut kaum in der Box. Bla bla bla. Na komm, jetzt holt er sich einen neuen Airbag. Zack. Ancora? Stupido! Stupido! Komm zu Idiota! Ach ja. So, zum Notplatz. Und jetzt die Karte. Und jetzt Klein Venedig. Und jetzt. Jetzt muss es doch. Jetzt hat er die Schrottkram auf seinem Boot. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Du wirst doch nicht nach dem 25. Mal schon aufgeben. Nach dem 25. Mal. Los, komm! Jetzt. Zack, zack. Ich bin... Moment! Komm schon, Bambina. Könnt ihr das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Krawallgold ist unser. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind Schlappraben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tour. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre. Sind Schrottgraben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Oh. Na. Ich gehe an so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrenne. Zweite Strophe. Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Tappa,
Opfer. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind auch noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im Zeitmessgerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh vor am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, munter Hochzeit, morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Oh, was? Ja, was nice. Für ein Anblick. Los, Boso. Sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe. Kommst du öfter hier? Oh, Boso. Wow, 6 Worte. Und doch das Tor zu einer neuen Welt.